der 6 Tage lang solches über sich ergehen lassen musste. Dem zieht's am Sonntag hinaus ins Grüne, hinaus in die Natur, damit Auge und Ohr, damit die Seele sich ausruhe von Hast und Lärm des Alltags. Er hat sein Auto mitgenommen, damit es auch etwas davon hat, von der Natur, der Stille, der Einsamkeit. Nun, ganz so einsam ist es hier nicht. Es sind noch ein paar andere Autos unterwegs, die sich erholen wollen. Aber bald wird der Mensch und sein Auto droben sein, dort, wohin es ihn zieht. Am einsamen Bergsee, der sanft und kühl sein dunkel schwimmendes Auge aufschlägt unter den grünen Wimpern der Tannen. Aber da sind erst noch ein paar Autos vorne. In der Natur. Und ein paar Autos hinten in der Natur. Und noch ein paar Autos vorne. Und dann wieder Natur. Und jetzt? Jetzt sind noch ein paar Autos hinten. Aber bald wird der Mensch an seinem einsamen Bergsee sein, der, wie gesagt, sanft und kühl sein dunkel schimmerndes Auge aufschlägt, wenn das Auto daherkommt, um sich mit seinem Menschen zu entspannen. Es kann sich jetzt nur noch um einen Parkplatz handeln. An einsamen Bergseen sind rar. Man muss sich schon ein bisschen umtun, wenn man die unberührte Natur genießen will. Man muss sich sogar ziemlich lange umtun, zumal das idyllische Örtchen, das da mitten in die verträumte Bergwelt eingebettet, eine einzige Straße hat. Da haben Sie gesehen, da eben rechts, das war der See. Adalbert Stifter hat vor über 100 Jahren so etwas einmal sehr schön beschrieben. Ein dichter Anflug junger Fichten nimmt uns nach einer Stunde Wanderung auf, und von dem schwarzen Samte seines Grundes herausgetreten, steht man an der noch schwärzeren Seesfläche. Ein Gefühl der tiefsten Einsamkeit überkam mich jedes Mal unbesieglich, so oft und gern ich zu dem märchenhaften See hinaufstieg. Haben Sie gesehen, da hinten links, das war er nochmal, der See. Aber erst muss ein Parkplatz her. Ihm nach, wo so ein dicker Reiseomnibus hinpasst. Und noch einer. Und den hatten wir schon, aber da sind noch welche. Da sollte wohl ein Plätzchen frei sein. Völkerwanderungen sind noch immer irgendwo untergekommen. Und nun kann den Menschen nichts mehr davon abhalten, sich seinem Sonntagsvergnügen hinzugeben. Auf zum See. Wie heißt es bei Stifter? Man kann hier tagelang weilen und sinnen, und kein Laut stört die durch das Gemüt sinkenden Gedanken. Ha, ein Eisbär. Links unten ist ein Eisbär. Derselbe etwas näher. Es erhebt sich nun die Frage, sind wir am Nordpol? Nein, er ist nicht echt, was schon aus dem Reißverschluss hervorgeht, wenn man ihn aufmacht. Keine Angst, der Eisbär ist bitte recht freundlich und zum Fotografieren da. Fürs Familienalbum, wir sind da gewesen. Tja, das war's. Das war der See, inklusive Bootsrundfahrt, der Eisbär. Und was machen wir jetzt? Irgendetwas muss man ja machen, wenn man sich vom Alltag erholen will. Vielleicht ein bisschen herumlaufen. Und noch ein bisschen herumlaufen. Es wird einem schon noch etwas einfallen. Hier ist doch ein Kurort. Hier sind doch sonntags die Geschäfte offen. Man könnte vielleicht zur Abwechslung eine Kleinigkeit kaufen. Es gibt ja da allerhand. Wenn man schon mal draußen ist in der Natur. Hüte zum Beispiel, gegen die Sonne. Natürlich hat der Mensch einen Hut daheim, aber man kann nie Hüte genug haben. Schon von klein auf. Man geht nicht mehr ohne Hut in der Natur. Und dann muss der Mensch sich stärken. Natur macht hungrig. Und durstig. Und jetzt wieder ans Werk. Die Ansichtspostkarte. Mit schönem Gruß. Hier ist es schön. Ein Andenken. Hier war es schön.
Beim Andenkenkauf findet der Mensch die wahre Entspannung. Was er sich sonst verkneifen muss, hier darf er es, nach Herzenslust. Die Fantasie schweift ins Grenzenlose der Natur, dorthin, wo sie nur noch aus Schaumgummi, Teakholz und Steingut besteht. Hier endlich ist der Mensch Mensch, hier darf es sein, ungestraft, denn Andenken sind nun mal so. Wenn der Mensch das alles gekauft hat, hat er sein Sonntagspensum sozusagen erfüllt. Nun kann er noch ein bisschen hin und her gehen, den Stimmen der Natur lauschen, sich von seinem Vergnügen erholen und mit tiefen Zügen darf er die gute frische See-, Wald- und Wiesenluft in sich aufnehmen, die ein wenig nur mit Auspuffgasen angereichert ist, damit er nicht aus der Gewohnheit kommt. So vieles hat der Mensch heute erlebt, so vieles gesehen, so viele andere Leute, einen Eisbären, Geschäfte und hinten links einen See. Er hat das getan. Irgendwo geht die Sonne unter und jetzt ist er rechtschaffen müde. Es wird Zeit zum Heimfahren. Bis zum nächsten Sonntag. Die Fanfare bläst zum Sammeln. Es heißt Abschied nehmen. Ein schöner Tag geht so zu Ende. Noch ist er nicht ganz zu Ende. Der Mensch, der einen Sonntag lang solches über sich ergehen ließ, der muss erst noch nach Hause fahren, in die Stadt. Das tut er nun auch. Ausgiebig. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, bis er daheim ist, aber die Fahrerei macht ihn auch hindurch. Übrigens, hier haben wir noch einmal die Natur. Der Mensch lässt sie hinter sich zurück. Und da bleibt sie nun, still und einsam. Was ja kein Wunder ist, wenn alle weggefahren sind. Wie schrieb Stifter vor über 100 Jahren? Bei dem Wirte mieteten sie einen Wagen, um nun in die Stadt zurückzufahren. Sie flogen an Auen, Gebüschen, Feldern, Gärten und Häusern vorbei. Da die Sonne untergesunken war, sahen die Freunde die Berge, auf welchen sie heute ihren Morgen Freuden genossen hatten, als einfaches blaues Band gegen den gelben Abendhimmel emporstehen. Sie fuhren nun gegen die Stadt. Der Mensch ist wieder daheim, in der Stadt. Hier können Auge und Ohr, hier kann seine Seele sich ausruhen von Hast und Lärm seines Sonntagsvergnügens.